Das geht momentan mit unseren jetzigen Abilities noch nicht. Kriegen wir erst später noch was dazu. So, weg damit. Naja, natürlich. Und wie haben sie es mit diesem komischen Propeller? Herzlose hier mit den Viechern. Ich mag die überhaupt nicht. Ja, habe ich dich abgefangen, ne? So, der fällt runter. Wenigstens etwas. So, und die Unterhöhle wird immer größer und größer, wie man sieht. So, hier ist ein gelbes Triotech. Können wir leider auch noch nichts machen. Das benötigen wir erst noch. Na. So, hier ist es auch leicht. Hier kommt man relativ easy rüber, wenn man nicht von diesen Viechern da getroffen werden will. Da oben drauf war jetzt nichts, oder? Jetzt muss ich von hier testen. Doch, da war eine Truhe. So, das Geräusch im Hintergrund, nur nicht wundern. Wie gesagt, es ist immer um diese Uhrzeit fährt so ein blöder Motorradfahrer hier vorbei und ist übelst laut und darum kümmert sich halt keiner. Das ist ein bisschen ätzend. Aber wenn ich das Fenster zumache hier, dann ist es halt übelst stickig und so. So, kommt man da... Naja, können wir eh nicht rüber, weil wir jetzt kämpfen müssen. Ich muss erstmal hier alles leeren, ansonsten kann ich die Truhe nicht öffnen. Da solche Aktionen... ja, blockiert werden, so gesehen. Noch sogar, er springt mir irgendwie viel zu weit. Wie gesagt, die Steuerung in diesem Teil ist noch recht. Ja, hier sieht man es auch schon wieder so recht klobig und so. Nimm das nochmal. Hopp. Zack, um jetzt probieren wir mal hier rauf zu kommen. Ja, klappt, okay. So. Okay. Jetzt nicht gedacht, dass da welche kommen, aber naja. Wahrscheinlich, weil wir die leckeren Kisten da oben ran wollten. Ich will doch nur die Items. Oh, wir haben den geblockt. Nice. Oh, jetzt hat er von dem Stein, glaube ich, eins übergebraten bekommen. Na gut, hier ist erstmal alles erledigt in den Raum. Gehen wir mal weiter und dann kommen wir jetzt gleich zu diesen... Ah ja, es geht hier immer noch weiter. Ey. Ich dachte eigentlich, jetzt kommen wir in den Raum. Wo ich damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, sehr, sehr lange gegrübelt habe, wie man dann da weiterkommt. Aber an sich gar nicht so schwer ist. Natürlich. Ich musste ja runterfallen, ne?
Wer hier noch durchsieht, ne? Kann ja mal hier schreiben. Ich hab nämlich gerade überhaupt gar keinen Überblick mehr. Einfach zu viele Gegner an einem. In einem Ort. Da will ich nicht runterfallen. Oh, und der steht da, wo sein Schwachpunkt ist, natürlich damit an der Wand, ne? Natürlich auch intelligent. Zack, so weg ist er. Alles klar, komme ich hier noch zurück. Ich könnte, wenn ich diesen Sprung hier... Ja, nicht versau. Sehr gut, weil ich will die Truhe hier haben. Und hab mir voll die Hütte gekriegt. Könnten wir auch mal einsetzen, fällt mir gerade so auf, weil... wie man ja hier sieht, volle LP-Heilung der Gruppe und LP-Heilung 3. Hier ist beides voll. Und so ist es halt. Das kann man halt mal machen, ne? Und hier war weiter nichts. Nee, hier ist Geld. Autsch. Geld nehme ich trotzdem. So, jetzt müsste gleich der Raum kommen, wo ich damals nicht wusste, wie man weiterkommt. Wo es eigentlich ziemlich leicht ist. Also eigentlich. So, Digga, machen wir dich mal platt. Ah, jetzt drehst du dich gerade um. Ja klar. Ich spreche jetzt Feuer und jetzt drehe ich mich plötzlich zu dir. Unfair. Ein Cheat-Hor. Immer mit seinem komischen, hässlichen Kopftuch da. Alles meins, alles meins. Zack, Schutzengel, cool. Können wir auch wieder gleich Sora geben. Trielerz, auch nice. Das ist nicht umsonst eine Schatzkammer, ne? Und die Welpen. 3 Stück noch gefunden. Na, knapp. Kommt man da auch so hin? So hochglitschen. Probier's nochmal. Ich komme dahin, ich verspreche euch das. Ich schaffe das. Das Problem ist bloß hier, wie man merkt, manchmal man kämpft hier eher auch mit der Kamera rum. Als mit dem Spiel so, aber naja. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Feuertech. Ah, okay. Bum, bum, bum. Bringt uns bloß... Ja, bloß ist gut. Das bringt uns eigentlich ganz schön viel Geld. So. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich glaube, an die Truhe komm ich aktuell nicht. Ich glaube, die ist dann doch ein bisschen zu... weit entfernt. Bis noch einmal. Ne. Schafft man leider nicht. Ja, und hier bin ich dann immer hängen geblieben, habe mich immer gewundert, wie kommt man denn hier vorbei? Dann sagt er, erst die gesamte Höhle durchsuchen. So. Und das ist die Höhle der Lichter. Hallo, ich will hier durch. Wie erst die gesamte Höhle durchsuchen? Ja. Und... keine Ahnung, so wie jetzt zum Beispiel habe ich dann auch gespielt und wer kommt denn bitte schön darauf, dass man ja, hier ins schwarze Nichts fallen kann, ne? Denn hier unten geht es nämlich nochmal weiter. Ist auch nochmal so ein ganzer Komplex.
Da wollte ich gerade eigentlich gar nicht hin. Ich wollte mich hier umschauen. Hier ist noch ein Triotech. Mit einer Kiste. Mal sehen, was drin ist. Vielleicht wieder Welpen. Ne, ein Blitzragum. Jetzt haben wir davon richtig viele. Und ich gebe Sora mal den Schutzengel. Wie wir sehen, ne? Schutzengel erhöht Abwehrkraft plus 1. War ja schon am Anfang erwähnt. Ich gebe diese ganzen Items immer nur Sora, weil man spielt halt überwiegend Sora. Es gibt einige Spielstellen hier, was man ja schon mal gesehen hat. Und was ist hier? Die Säule reicht bis nach oben. Ja, ja. Das Coole nämlich an dieser Säule ist, dass man die halt so umbämsen kann. My first wish, Genie. Show me the keyhole. So. Der Jafar hat schon das Schlüsselloch gefunden. Wir machen hier aber jetzt erstmal weiter. Haben wir schon mal die Säule umgebamst. Das war nämlich die Säule, die da oben im Weg war. Die halt da ein bisschen genervt hat. Und wir können jetzt ja dann noch kleine Geheimnisse so gesehen freischalten. Glaube ich zumindest, dass das so war. Das machen wir jetzt einfach mal. Zack, und zwar hier. Öffnet sich halt eine Tür. Was passiert, wenn man es nochmal berührt? Keine Reaktion, alles klar. Und schwimmen wir weiter. So, hier haben wir bitte. Aladdin muss helfen, genau. Das ist halt sowas, wenn man jetzt hätte Aladdin benötigt, machen wir gleich, holen wir gleich Aladdin. Da unten ist nicht umsonst so ein Speicherpunkt, deswegen. So, haben wir einen Blitzring. In diesen Ort kommen wir leider noch nicht. So, gehen wir mal hier hoch. Ne, hier war Höhleneingang, okay. Müssen wir doch nochmal runter. Hier kann man auch nochmal natürlich runterfahren, wie man gerade gesehen hat. Ist auch kein Problem. Ne, da kommt man nicht an. Schade, hätte ja klappen können. Wir müssen uns jetzt mal ganz schnell Aladdin holen. Der kann uns nämlich helfen. Eigentlich, ich muss euch sagen, ist es nicht Aladdin, der uns da hilft. Es ist eher, wie soll man das nennen, eine kleine andere Unterstützung. Was ist hier? Halle der Speier, da will ich nicht hin. Ich war eigentlich zum Speicherpunkt. Genau zu dem. Und hier kann ich nämlich erst die Gruppe wechseln. Und, ich nehme Donald kurz raus. Also, dann haben wir jetzt Aladdin dabei. Da dürfen wir doch eigentlich hinkommen, ne? So, nochmal eine Hütte gekriegt. Ich glaube, da liegen wir. Aktuell nicht hin. Jetzt hier wieder Wasserfälle hochschwimmen, ne? Kennt man ja, macht man ja auch alltäglich. Das sind Dinge, die man unbedingt tun muss, die man unbedingt mal gemacht haben muss. Ansonsten ist es ja nicht cool. So, hier können jetzt halt Aladdin um Hilfe bitten, wie gesagt, zack. Aber wie man sieht, das macht ja nur
eigentlich dann Abu. Aber wir sind mal nicht so kleinlich, ne? So, dann kommen wir hier nämlich an. Zack, haben hier ein Meteogummi. So, schon hier auch nochmal hoch, noch hier auch nochmal bitten. Und haben dort die nächste Truhe, die da eine Protera-Kette wäre, von der wir jetzt, glaube ich, erstmal genug haben und kommen natürlich jetzt auch an diesen Ort hier ran. Zack, und haben eine verlorene Seite. Die erste. Wer sich an den gestrigen Stream erinnert, weiß ja, wofür die gut sind. Zack. Und können jetzt eigentlich wieder die Gruppe umtauschen. Zu Donald. Das könnte Aladdin zeigen, aber der kämpft jetzt nicht so gut. Ein Nahkämpfer halt, ne? Der ein bisschen auf die Leute da einhaut und dann glaubt, er macht Schaden, macht er aber nicht. So leicht erklärt. So, und wir kämpfen uns jetzt natürlich nicht hier durch. Wir machen es uns ein bisschen leicht. Soweit man es sich hier leicht machen kann. Und rennen einfach nur wieder zur Schatzkammer. Wieder hier. Zack. Tschüssili. Ich bin weg. So, sind wir halt wieder hier. Haben hier die Möglichkeit abzuspeichern. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal. Oder Moment, bevor ich abspeichere. Guck ich mal. Was ich Sora so geben kann. So, pack das mal in die Truhe. Genau. Was geben wir ihm dann noch? Na, Mega-Potion kommen. Falls es mal eng aussieht, dann jetzt speichern wir ab. Denn wie man sich wahrscheinlich denken kann, wartet jetzt hinter dieser Tür wieder ein kleiner Bossfight. That boy again? He is more persistent than I expected. Why not explain the situation to that boy, Riku? Doing so may actually prove useful to our... Wait a second. Are you Maleficent? Jafar! Black Jasmine, go! Not a chance. You see, she's a princess. One of seven who somehow hold the key to opening the door. Open? What door? But you fools won't live to see what lies beyond it. Genie, my second wish, crush them! Genie, no! Sorry, Al. The one with the lamp calls the shots. I don't have a choice. Ja, habe ich ja. Das ist eine sehr lustige Stelle, muss man sagen. Finde ich zumindest, ja, und auf jeden Fall hier auch wieder. Genie soll den Wunsch erfüllen, uns zu vernichten. Ja, da fliegt er rum. Der Jaffa. Lustig ist, dass Genie immer was sagt, wenn er angreifen will. Sagt er immer wieder, hier lauf und sowas. Was ich recht witzig finde. Aber hier kann man sich auch wieder denken. Hier ist auch wieder die Frage. Genie soll uns ja vernichten. Aber wenn wir jetzt gewinnen, hat er den Wunsch ja nicht erfüllt. Eigentlich, weil wir sind ja nicht vernichtet. Wir leben ja noch. Ja, auch wieder. Zählt das dann als erfüllter Wunsch? Oder nicht?
So im Grunde ist eigentlich dieser Bosskampf hier, finde ich, auch einer der etwas leichteren, weil ja, das Einzige, worauf man halt achten muss, ist nur wirklich Jafar zu folgen. Gucken, was er macht, und wenn man ausweichen kann, einfach ausweichen. So wie ich jetzt hier, wenn man angreifen kann, einfach angreifen. So. Ein Genie, wie gesagt, kann man komplett ignorieren, der... Der braucht eh zu lange zum Angreifen und er brüllt ja immer rum. Das heißt, er macht ihn schon... Oh. Er macht uns schon hier Anzeichen, dass er jetzt angreift, und deswegen, das kann man halt schnell. Na, außer Donald, wie man gerade gesagt hat. Donald kann das nicht. Jeder andere kann das. Einfach ausweichen, wenn man hört, dass Genie kommt. Einzige, was halt an dem Boss hier nervig ist, ist, wenn er halt hier wie jetzt so weit oben hängt. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Kann man ihn halt nicht anhitten, wenn man hier keine Oberfläche hat, beziehungsweise keine erhöhte Ebene. Und hier ist halt das, was ich meinte. Ich habe Jafar ja anvisiert, wie ihr seht. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich mich jetzt hier festhalte. Jafar wird plötzlich nicht mehr anvisiert. Das muss ich dann wieder manuell machen. Warum hat das in Traverse nicht geklappt? Wir erinnern uns, als ich gegen dieses Vieh gekämpft habe und wegen diesem Festhalten gestorben bin. Warum visiert er dann... Hätten sie umgekehrt machen sollen. Deswegen, wenn man die Anvisierung drin hat, sollte man sich nicht festhalten können hier. Oh, ein Hit noch. Ja, und wie man sieht, ich bin hier überhaupt nicht in Schwierigkeiten in diesem Kampf. Ich finde den Kampf so lächerlich eigentlich. Ist halt wirklich nur reines Verfolge, also reine Verfolgungsjagd hier Jafar gegenüber. Muss einfach nur schauen, wo er ist. Ab und zu macht er halt diesen Blödsinn. Und wie gesagt, das ist jetzt wieder so eine Stelle, wo man sich denkt, ja, hier... Ja, jetzt bin ich auch Genie nicht ausgewichen. Sind halt nur so einzelne Momente, die den Kampf ein bisschen nervig machen. Überwiegend, wie gesagt, ist es einfach nur nervig, dass man Jafar hinterherrennen muss und so. Aber sonst geht's. Besiegt. Und die Kraft der Kälte erhalten und unser Eis wurde zu Eisra. Sehr schön. So, wir befinden uns jetzt wieder hier. Was das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte. Dazu sind die Dinger ja auch da. Ich verwende jetzt mal hier eine Hütte. Zack, somit ist unsere Gruppe jetzt komplett voll. Mit allem drum und dran. Mana und Leben. Ich habe die sonst nie benutzt in Kingdom Hearts, muss ich ehrlich sagen. Hier Hütten und Camper-Sets und so. Aber man braucht die sonst doch nie. Die sind halt eigentlich für sowas immer recht gut, dass wenn man gerade einen Kampf bestritten hat und ein bisschen was verloren hat, dann gibt man sich einfach nochmal neu. Diese Heilungen und so, dann geht das schon. Genie! My final wish! I want you to make me an all-powerful Genie! So. Er hat sich jetzt nochmal was gewünscht und ist jetzt der allermächtigste Genie. Auch hier muss man sich wieder fragen, ob der überhaupt dann stärker sein kann als Genie. Weil hier ist wieder die Frage, also das habe ich mich auch schon damals mal gefragt. Und ich glaube auch Genie selber, es gibt ja so einen Aladdin-Trickfilm, ich glaube Genie selber beantwortet das auch irgendwie im Trickfilm. Ich glaube, sie ist nur ohnmächtig. Wir müssen zuerst Jafar fassen.
hier ist das Schlüsselloch. Nee, auf jeden Fall kann ein Genie, der ja eine begrenzte Macht hat, beziehungsweise so ein entweder halbkosmische Kräfte oder so ähnlich, kann er wirklich jemanden stärker machen, beziehungsweise so einen Wunsch erfüllen, der allermächtigste Genie aller Zeiten, kann der Genie dann den anderen Genie, beziehungsweise denjenigen, der sich das wünscht, stärker machen als sich selbst, weil er hat ja nur, er hatte nur begrenzte Kraft so gesehen, beziehungsweise nur, oder hat er wirklich, kann er unendlich Wünsche erfüllen mit unendlicher männlichen Bedürfnissen. Das traf ich halt immer nicht. Man kann ja einen nicht stärker machen als man selbst, wenn man so eine Macht hat, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Gerade wurde mir die Frage gestellt im Chat, ob ich jetzt auch das Feuer beim Olymp ausmachen kann. Und ja, das kann ich. Ich habe auch vor, hier nach dieser Welt in den Olymp nochmal zu gehen. Dann mal, wenn wir das Feuer mit Aisra ausmachen, was wir jetzt hier haben, hier so. Und werden dann auch die Spiele nochmal machen. Also einmal einen Cup. Und wir jumpen mal hier runter, mal sehen, wer da auf uns wartet. Der allermächtigste Genie oder so. Die Lampe, wir müssen Jaffas Lampe kriegen. Ja, und auch diesen Kampf finde ich, ich würde sagen, relativ lame. Ist halt wirklich nur, Jafar schmeißt hier was, weichen dem aus und jagen halt hier Jago hinterher. So heißt der kleine Papagei übrigens. Übrigen, würde ich sagen. Und Jafar schmeißt wieder, wir weichen aus und gehen wieder zu Jago. Mehr ist das nicht. Wir können Jafar eh nichts anhaben momentan. Oder an sich nicht. Er ist ein mächtiger Genie und so, ne? Wie man sieht, wir haben auch einen neuen Zauber hier um uns herum, den Donald uns gegeben hat. Das ist Aero. Den lernen wir auch noch. Der ist auch ganz cool. So. Jago scheint da oben zu sein. Ja, und das ist ja auch Jafars Schwachstelle, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Dadurch, dass er sich jetzt ja gewünscht hat, ein Genie zu sein. Hatte natürlich auch so eine Lampe wie den Genie, den wir kennen. Aber runterfallen? Nee, runterfallen kann man hier eh nicht. Das heißt, wir können eigentlich die ganze Zeit hier gut ausbrechen. So. Wie gesagt, auch dieser Kampf ist eher ja, lächerlich, sage ich mal so. Also die Welt, wie man gesehen hat, von Aladdin hier, die Wüste, ist schon recht ätzend. Selbst der Zwischenboss hier mit den Fässern, wir erinnern uns, wo Jasmin ja erst gefangen war. Selbst der war schwieriger, muss ich sagen, als das, was wir jetzt hier machen. Im Grunde ist es nichts anderes als der erste Kampf, nur noch leichter, weil dieses Mal nur Jafar angreift und Jago ja nichts macht. Okay, Jafar, back to your lamp. Und die Kraft der Hitze haben wir jetzt auch erhalten und Feuer wurde zu Feuerer und wir haben Ansims Bericht Nummer 1 gefunden.
Jasmine? Jasmine! So, und jetzt stürzt sich alles ein. Und auch diese Szene, muss ich sagen, es gab damals, das weiß ich noch, da war ich noch ein ganz, ganz kleiner Stöpsel, gab es auf der Super Nintendo, glaube ich, so war das sogar, ein Aladdin-Spiel, und da war es genauso, wenn man dann die Wunderlampe und so gefunden hat, musste man durch eine Lava-Höhle mit dem Teppich hier rausfliegen und durfte auch nicht übergehen. Man, ja, genau so hier mit Lava. Und deswegen glaube ich, dass sie vieles einfach nur übernommen haben. So wie beim Tarzan-Spiel, wie ich ja schon gesagt habe. So kommt mir das ja auch ziemlich bekannt vor. Aus dem anderen Game. Zaubern kann man hier nicht, wie man sieht. Man muss hier wirklich ausweichen. Tja. Oh, und das war's auch schon. Gleich kommt im Übrigen wieder eine Szene, die ich nicht verstehe. Die wieder so ein bisschen fragwürdig ist, aber darauf gehe ich dann gleich ein, wenn es soweit ist. Ja, ein sehr nachdenkliches Spiel. Jasmine ist also nicht mehr in Agrabah. Sora, lass sie uns suchen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wünschte, wir könnten. Aber es geht nicht. Wenn wir ihn in eine andere Welt mitnehmen, heißt das... Einfischen. Einmischen. Aladdin, wir werden Jasmin finden, versprochen. Earth to Al? Hello, you still have one wish left? Look, just say the word. Ask me to find Jasmine for you. I wish for your freedom, Genie. Al! A deal's a deal, Genie. Now you can go anywhere you want. You're your own master. But if you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. But a favor? Now that's entirely different. I guess I could give that a try. After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me! Hehehe.